Seit 10 Jahren testet der Daniel Buhmann Restaurants oder schießt einfach die Leute zusammen, die die Scheiße führen. Du bist ein Mega-Knallfrost, du! Wieso? Und darum haben wir gefunden, wir beginnen jetzt doch auch mal kulinarischen Selbstmord und zeigen ihm, was wir da jeden Tag in unseren Tupperwares mitnehmen und aufwärmen. Und er soll das beurteilen und uns den Nachmittag versauen. Ich habe einen Eintopf, ein Allerlei aus Quinoa, Tofu, Peperoni, Koriander. Habe ich alles noch im Kühlschrank gehabt. Die erste Verwertung. Ich bin Michelle und ich habe so ziemlich Freestyle ein Gemüsegurry gemacht. Ich habe wirklich einfach alles klein reingerührt, dass ich noch die Heike habe und dann nicht noch Rezept. Und Gewürze auch einfach alles reingerührt. Ja. Ich bin Merit. Ich habe heute Penne 20 Minuten dabei. Das sieht so aus. Und die heissen nicht 20 Minuten, weil es 20 Minuten geht zum Kochen, sondern weil ich 20 Minuten brauche, um mich dafür zu entscheiden, was alles drin kommt. Also, schau, gestern war ich am Konzert. Meine Freundin hat gesagt, sie möchte sich nachher noch Hörnli mit Käse machen. Da habe ich gefunden, aber hey, der Buhmann kommt auf einmal vorbei. Sie so, fuck. Sie sind in den Türkenladen gegangen und Langstrasse. Und dann hat sie noch Hackfleisch gekauft und Tomaten. Jetzt ist es Kackes und Hörnli. So wie es aussieht, ist es kalt. Schmeckt jetzt sehr interessant. Also sehr viel Tofu. Also ich muss sagen, hier wird wirklich gut gekocht. Ob sie das nur für mich gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber wenn die jeden Tag so gut essen, einfach gut. Hast du das gekocht? Ja. Komplimente schmeckt sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich denke mal, es ist vegetarisch. Was haben wir da? Reis. Es ist ein bisschen pumpig. Es ist auch gewärmt. Sehr ausgewogen. Fein kochen, sehr gut. Hat auch ein bisschen Rasse. Nicht zu scharf ist euch wichtig, dass man es Mittag nicht zu scharf ist, weil das der ganze Verdauungsorganismus dann euch extrem würde belasten. Man hat etwas Gesundes. Das ist sehr vorbildlich. Bravo. Ich wünsche euch einen guten. Ja, danke schön. Bitte. Ich liebe ja Pasta. Ich liebe ja Pasta, also dann müssen sie wirklich dann gut gemacht sein. Mhm. Schmeckt. Bravo, schmeckt sehr gut. Wahrscheinlich ein bisschen weich, die Pasta. Die Kühe sind auseinander. Mhm. Sie sind sehr weich, sehr, sehr weich. Aber das Komische da, das da, wo wirklich nicht appetitlich aussieht, das ist schon wirklich schon dreimal tot. Kennt die Brokkoli sehr, das ist mal eins probieren. Ist Brokkoli. Sieht zwar nicht aus wie Brokkoli, aber ist Brokkoli. Definitiv ist es Brokkoli. Obwohl ich Pasta ja liebe. Aber das wäre jetzt nicht mein Mittagessen. Das ist mir tut mir sehr leid. Mit Abstand schwächste. Entschuldigung. Ist das ein Rest gewesen? Ja. Aha. Okay, dann ist es nicht. Das, was übrig ist, nicht wegwerfen, am anderen Tag mitverwerten. Kompliment. Ich wünsche euch Güte. Danke vielmals. Ja, gut. Eine Güte. Aha. Das ist jetzt das Mittagessen. Also, mein erster Eindruck. Ich selber hätte mit dem Anfang mal zu wenig. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Also. Schmeckt jetzt ordentlich gut. Wir haben Hörnli, Kackets und Tomatenschinte. Und jetzt mal probieren, wie das so schmeckt. Ja, es ist gut. Man kann es essen. Die Freundin hat das gekocht. Dann kannst du dir sagen, es ist geschmacklich gut. Die Tomatenschinte, ich weiß nicht, was sie für Tomaten verwertet. Hast du frische genommen oder hast du aus einer Dose? Aber aus einer Dose irgendetwas? Nein, nein. Frische Tomaten, nein. Aber mit der Schale.
Sagst du, ich hätte die Tomaten, wenn sie die paar Minuten ins heiße Wasser tut, also ein paar Minuten vielleicht auf 30 zählen, und dann kann man die Schale abziehen. Das ist ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber für dich nachher, wenn du es schaffst, leichter verdaulich. Du musst essen, sonst ist es kalt. Aber es ist gut gekocht, das ist fein. Aber ich weiss, warum dass sie dir nur so ein kleines Schale liegen. Sie das Größte gemacht. Weil du hier den ganzen Tag wahrscheinlich nicht mehr sitzen, gell? Ja, richtig, genau. Und so isst du jeden Mittag? Nein, spinnst du ein Geld, ich kaufe mir Sachen.